Hallo, liebe Freunde. Ich wollte einmal kurz über meine Morgenroutine sprechen, und zwar was meine Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements angeht. Und ich habe euch jetzt einfach mal hier die aufgestellt, die ich morgens zu mir nehme, also jeden Morgen als Daily Routine. Und kurze Erklärung dazu, damit ihr wisst, warum ich das mache und was mir das Ganze bringt. Also, ich habe hier alle Produkte von meinem Partner Prosys aufgebaut. Wenn ihr bei Prosys dann im Shop die Produkte findet, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit dem Code COACHAZ 10% mindestens auf die Produkte. Kommt immer darauf an, ob da noch andere Aktionen damit gekoppelt werden. Das ist bei Prosys sehr oft der Fall, dass man das sehr gut koppeln kann. Die 10% mit dem Code bekommt ihr immer das ganze Jahr, und wenn ihr eben einen guten Zeitpunkt erwischt, und ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten, dann bekommt ihr natürlich noch viel mehr Rabatte, und Prosys verschenkt auch nochmal Goodies bei einem Einkauf ab einem bestimmten Warenwert. Okay, wir kommen zu diesen 5 Produkten. Das sind alles Kapseln, die da drin sind. Kommen wir mal zum ersten Produkt hier. Das sind die Traubenkernextrakte OPC. Ist wahrscheinlich bei den meisten kein so großer Begriff. OPC, Traubenkernextrakte, sind eine der stärksten Antioxidantien und sind eben sehr stark daran beteiligt, die freien Radikale im Körper zu bekämpfen, sage ich jetzt mal, und stärken unser Immunsystem und sind eben auch an vielen Prozessen beteiligt, also die Zellerneuerung, und natürlich auch das Immunsystem wird sehr gut gestärkt, und wir haben zum Beispiel auch eine schnellere Wundheilung. Also deswegen OPC. Schieben wir einmal weg, und dann kommt uns schon diese nächste Packung entgegen. Das sind die essentiellen Multivitamintabletten. Das heißt, hier haben wir einfach einen Multikomplex, da ich ja auch nicht genau weiß, wie viele Vitamine sind noch in meinen ganzen Nährstoffen enthalten, in meinem Obst und meinem Gemüse. Habe ich genug abgedeckt? Habe ich meine 5 bis 6 Portionen Obst und Gemüse am Tag gegessen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich will einfach sicher gehen. Deswegen ein Multivitaminkomplex, wo alle wichtigen Vitamine drin sind und ich eben alles abgedeckt habe. Also auch in dem Fall eine Empfehlung von meiner Seite. Dann Produkt Nummer 3 sind hier die Omega-3-Kapseln. Weil wir eben auch ein schlechtes Verhältnis von Omega-6 und Omega-3 haben in unserer Ernährung. Meistens haben die Produkte, die wir so zuführen, in der Regel einen zu hohen Omega-6-Fettsäureanteil, und das müssen wir ausgleichen. Und wenn ihr da draußen nicht am Meer wohnt und nicht extrem viel Fisch konsumiert, dann werdet ihr wahrscheinlich auch einen zu niedrigen Omega-3-Wert haben, und deswegen Omega-3 auf jeden Fall auch zuführen. Und das ist das dritte Produkt. Schiebe ich auch auf die Seite. Dann haben wir hier nochmal 2 Produkte, die nicht unbedingt sein müssen, bei mir aber sehr viel Sinn machen, weil ich manchmal auch spätabends trainiere und spätabends nach Hause komme vom Coachen, 22, 23 Uhr etc. Und dann ist es schwierig, in den Schlaf gut reinzukommen. Deswegen gibt es hier GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Ist auf jeden Fall auch in Kombination mit Melatonin sehr gut hilfreich, um gut durchzuschlafen, um einen qualitativen tiefen Schlaf zu haben. Also es hilft mir, meine Schlafroutine aufrechtzuerhalten, auch wenn ich abends spät und hart noch trainiert habe und am nächsten Tag früh raus muss und vielleicht eine kürzere Schlafphase habe oder beziehungsweise aus meiner Schlafphase das Beste rausholen will, schnell einschlafen will. Deswegen GABA. Und Produkt Nummer 5 habe ich hier nochmal Ashwagandha. Ashwagandha ist ja hier auch was in den letzten Jahren so ein bisschen bekannter geworden ist. Und das nehme ich jetzt auch seit kurzem. Und zwar nehme ich das deswegen, weil ich ja auch schon über den 40 Jahren bin. Und dann nimmt automatisch die Testosteronproduktion ja natürlich ab. Und damit kann ich das Ganze wieder ankurbeln. Das heißt, Ashwagandha ist eine Pflanze, die Schlafbeere, die eben dazu beiträgt, um auch den Testosteronwert wieder etwas nach oben zu bringen, weil der eben, wie gesagt, abgebaut wird und ich beim Training natürlich einen höheren Testosteronwert profitieren kann, und deswegen pflanzlich Ashwagandha, Produkt Nummer 5. Alright, alles klar. Also keine so Mainstream-Produkte, wie ihr sie sonst von mir kennt und die ich natürlich auch nehme, wie ein normales Whey-Protein oder ein veganes Protein oder eben Aminosäuren und EAAs und BCAAs und etc. habe ich jetzt einfach mal hier die Produkte vorgestellt. Die sind bei mir morgens auf jeden Fall immer als allererstes mit meinem warmen Glas Wasser mit Limettensaft und Himalaya-Salz dabei. Schlucke ich runter jeden Morgen eine Mischung aus diesen Kapseln. Manche sind von der Dosis so, dass ich 2 nehme, manche sind von der Dosis so, dass ich 1 nehme. Ich habe dann so eine Handvoll Kapseln, die schiebe ich mir auf einmal rein. Ich habe damit kein Problem, Kapseln zu schlucken.
Und ja, jetzt wisst ihr meine Routine für morgens und was ich da so nehme und was mir das bringt. Und guckt in den Shop rein, prozis.com. Ja, das ist meine Empfehlung. Schaut euch das an. Die Produkte sind meiner Meinung nach nicht teuer im Vergleich zu anderen Produkten. Und ich vertrage sie sehr gut. Und um 100% sicher zu gehen, macht es natürlich Sinn, immer mal wieder zwischendurch ein Blutbild zu machen, um zu wissen, wo habe ich einen Mangel und wo brauche ich ein bisschen mehr Produkte und wo habe ich eben keinen Mangel und brauche daher auch nicht so viel. Okay, das war's von mir. Coach AZ, viel Spaß damit und geht in den Shop einkaufen und holt euch die guten Produkte, weil leider reichen die normalen Lebensmittel heutzutage nicht mehr aus.